Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Secret of Evermore. Ja, wir sind jetzt hier in Azitopia gelandet, der Raumstation, die wir halt von Anfang an kennen, aber natürlich in einer ganz anderen Gegend. Das sieht eher so ein bisschen nach diesem Brunnen aus, wo wir gegen die Qualle gekämpft haben. Ja, ich hatte euch ja schon unseren Hundi im letzten Park vorgestellt, dass er jetzt hier der Toaster ist, aber das Geilste habt ihr ja eigentlich noch gar nicht gesehen. Nämlich, ich steuere ihn jetzt mal kurz. Wenn ich kurz auf B drücke, dann schieße ich aus seinen Laseraugen diesen ganz kleinen Laser. Der macht auch dafür relativ viel Schaden, muss man dazu sagen. Das ist mega. Das ist richtig gut. Aber noch viel besser, Leute. Wenn ich ihn auflade, ja, und ich lade mal jetzt wirklich auf Level 3 aus. Da kommt dann da wirklich eine Bazooka raus bei ihm und er schießt Laser aus dieser Laser-Bazooka, ja. Mal gucken. Komm raus da. Boom, und 630 Schaden, meine ich. Also richtig krass. Und er macht teilweise noch deutlich mehr. Ne? Ja, gerade wenn er natürlich auch noch stärker gelevelt ist, macht er noch deutlich mehr Schaden als jetzt gerade hier. Aber ich wollte euch das nur mal zeigen. Und wir kommen auch tatsächlich ohne ihn so gut wie nicht weiter. Schaut mal, 895. Also das ist wirklich extrem viel Schaden. Ja. Ja, und diese Maschine ist irgendwie deaktiviert. Die können wir nicht wirklich benutzen. Also den Teleporter davon. Aber egal, wir gehen einfach mal weiter. Fragen uns sowieso, was diese Ratten hier machen. Die kannten wir ja aus der Antike und aus dem Mittelalter. Ja, ein bisschen komisch, dass hier in so einer Hightech-Welt auch noch Ratten herumlaufen. Ne? Naja, aber wir gehen einfach mal weiter. Und da ist irgendwie so ein Strahl und der beamt uns irgendwo hin oder weg oder was. Und ich meine sogar, Leute, wenn ich jetzt rechts gehen würde, ja, wenn ich jetzt, bevor wir jetzt in den Strahl reingehen, ja, wenn ich jetzt wirklich... mal sehen, wo war's, wo sind wir, genau, hier sind wir gelandet und wenn ich jetzt von hier aus hier rüber gehe, dass ich da noch irgendwie zu einem Roboter komme, mit dem ich sprechen kann und der mir irgendwie was gibt. Oder ist das erst im späteren Verlauf? Nein, das ist hier schon der Fall. Ich bin Eder 8, die Wächtereinheit des Metalllagers. Wächtereinheit Toko 7 ist nicht zum Dienst erschienen. Ich habe die Nachricht erhalten, dass er im Forschungslabor festgehalten wird. Ich darf hier jedoch nicht weg, um ihm zu helfen. Wenn du dort bist, probiere alle Wandschalter aus. Ja, also ich habe jetzt nicht von ihm irgendwie eine Formel bekommen, aber eben einen Tipp, wo ich seinen Kameraden finden kann, wo er festgehalten wird. Und ich glaube, wenn ich ihn befreie und ich komme hier nochmal irgendwann zurück, und das werden wir logischerweise müssen, weil hier ist ja diese Maschine, dann kann es sein, dass ich von ihm irgendwie was bekomme. Ja? So. Das ist, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her. Ja, und wir gehen einfach mal hier in diesen Beamer und lassen uns hochbeamen. Also richtig cool gemacht. Richtig abgespaced. Seht schon mit der giftgrünen Brühe dort. Oh, und wir haben diese Morphlinge hier. Ja, mit was attackieren wir? Schauen wir mal, was der Hitzeblitz hier für einen Schaden macht. Ah, doch, relativ viel. 151. Ne? Das ist ja nicht wenig. Und zack, 425 Schaden. Ja, und wir kennen natürlich hier diese Maschine aus dem Vulkan. Also irgendwie scheint es hier alles zu geben, was wir auch so aus, ja, Evermore halt kennen. Ja, also aus dem Bodenbereich von Evermore, denn technisch gesehen gehört das ja noch dazu. Und auch diese Morphlinge kennen wir ja aus Gothica bereits. Die sind hier halt nur anders gefärbt. Ja, und hier sind viele Schalter, wo einige festgehalten werden. Zum Glück, muss man auch dazu sagen. Und man kann sich hier jetzt natürlich die Arbeit richtig erschweren, denn wir haben einen ganz kranken Raptor beispielsweise. Und wir haben dort die Einheit, ja, des Roboters, die befreundete Einheit des Roboters. Und ich würde mal sagen, okay, ein Schalter ist unten, das ist der hier logischerweise. Ich nehme mal die... Ich nehme mal die 4. Ja? Und damit habe ich den Raptor befreit. Genau das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Gut, dann müssen wir den jetzt hier besiegen. Der macht ordentlich Schaden, wie ihr sehen könnt. Und ich habe den Hund auf Suchen. Genau deswegen greift er nicht an und ich wundere mich schon. Also erstmal klar, für den Hundi, sag mal schnell, Nektar. Genau. Und dann stelle ich ihn auch um auf normal. Ne, du bist richtig, aber er nicht. So,
793 Schaden, aber der lebt immer noch. Gut, dass Hundi wenigstens attackiert hat. Das gibt's doch nicht. Doppelt verfehlt. Und zack. Und der lebt immer noch. Ja, das ist ein ganz, ganz böser Raptor. Das ist der ultimative Raptor. Stellen wir uns mal vor, wir hätten den vielleicht schon in Prähistoria gehabt. Dann wäre vorbei. Schaut mal. Fast 2000 Schaden schon und der lebt noch. Ja, der wäre natürlich der Oberkiller gewesen. Der hat ja mehr KP als Vulgar. Ach, das gibt's doch nicht. Ach so, der ist down, der Hund. Ja, das ist nicht verwunderlich. Wir müssen für ihn auch ein besseres Halsband definitiv holen. Ach du meine Güte. Das gibt es doch nicht. So, jetzt brauche ich selber einen Nektar. Ja, und Hundi ist schon wieder down. Naja, wenigstens gibt es in diesem Bereich nur einen heftigen Gegner. Ja, komm, weg mit dir. Das ist doch nicht möglich. Das ist nicht gut. Dann setze ich einen Hitzeblitz nochmal auf dich drauf. Und nochmal einen. Und nochmal einen. Das ist unmöglich. Was ist das denn für ein Raptor hier? Aber gut, wir leveln dadurch. Das ist ja nicht schlecht. 145 Schaden macht er. Also der hat sogar wirklich nicht mehr sitzen. Ah, ne. Und es ist wieder passiert. Ja, die vierte Welt ist einfach nur kein, was die Gegner angeht, Leute. Was soll ich dazu sagen? Gut, machen wir weiter. Ich will den Part jetzt auch noch nicht beenden. Jetzt gehen wir und laden mal den Save State, den ich da gemacht habe. Der ist hier. Ja. Gut, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Den Hund werde ich sofort auf normal quasi stellen. Dann werde ich uns beiden volle Heilung geben. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ja, heute mal ein bisschen länger der Part. Die vorherigen waren mir ein bisschen zu kurz. Bekomme ich die Währung? Nein, ich bekomme Nektar. Nektar. Ja, die Währung hat hier natürlich auch einen anderen Namen, ist klar. Ist ja die vierte Welt, ist ja die Zukunftswelt aus Evermore. Und jetzt wissen wir wenigstens, wie es aussieht mit dem Raptor. Gut, da werden wir dann natürlich den Einschalter am besten nicht betätigen. Bedeutet also, ich betätige den allerletzten Mal. Ich glaube, damit habe ich es richtig gemacht, ja. Danke für die Befreiung. Bitte nimm das hier an dich. Das Laserschwert. Ja, man bekommt das Schwert aus dieser Welt. Ich gehe zurück auf meinen Posten, bin schon spät dran. Und jetzt könnte ich natürlich theoretisch hier leveln. Jetzt denkt ihr euch, ey, die Gegner sind doch viel zu stark, um überhaupt zu leveln. Ja, wie soll ich denn hier bitte schön leveln? Naja, da habt ihr recht, es wird später noch Momente geben, wo man leveln kann. Ja, eine Sache, die ich so ein bisschen komisch finde, ist halt, dass man selbst noch in der vierten Welt, in der Zukunftswelt, quasi hier mit diesen Schwertern herumläuft. Klar, du könntest jetzt sagen, es ist ein Laserschwert, also so à la Star Wars, aber danach sieht es halt nicht aus. Es wäre halt cooler, wenn es so ein Schwert wäre. Ja, und wir bekommen ja auch, das nehme ich schon mal vorweg, eine Axt und auch einen Speer. Also alles eigentlich so Waffengattungen, wo man sagen würde, das hat wenig mit der Zukunft zu tun. Hätte man sich vielleicht ein bisschen was anderes aussuchen können. Trockeneis gefunden, super. Aber naja, es ist so wie es ist. Auf jeden Fall bringt mir hier das Laserschwert gar nichts, weil ich bin mit dem Elfenbeinspeer. Nee, bin ich tatsächlich schwächer. Aber okay. Ja. Der ist halt aufgelevelt und das Laserschwert nicht. Ja.
Ja, Leute, und jetzt kommen wir zu einem krassen Part, wo der Hund wirklich gebraucht wird. Wir haben diese Barrieren hier, Leute, ja. Und ich kann mit A auch total boosten, dass der extrem schnell hier abflattert. So, und was man machen muss, ist, man muss auf jeden Fall erstmal diese Barrieren, die die ganze Zeit mit Laser auf dich ballern, die muss man erstmal eliminieren. Ja? So. Und dann ist eine Barriere schon mal down und ihr seht, da kann ich bis zu dreimal teilweise losballern, wenn das Timing stimmt. Und hier müsst ihr aber auch aufpassen, dass wenn ihr sowas macht mit den Barrieren, ja, dass euer Held möglichst nicht in diesem Bereich ist, wo diese Flatterbastards herumlaufen. Das ist ein großes Problem, weil die ziehen richtig, richtig viel Schaden ab. Und ihr seht schon, wir sind hier gelandet, ne, und wurden dann runtergeschubst von dem Roboter. Ja, und jetzt gibt es unterschiedlichste Eingänge sozusagen, die man benutzen kann, und das ist hier ein riesiges Labyrinth, wirklich ein riesiges Labyrinth. Da gibt es natürlich Räume, die sind absolut verpflichtend, und einige, die sind fakultativ, ja. So, und jetzt wechsle ich immer ganz, ganz schnell auf den Helden, weil der sonst mir hier reinläuft und ich dann Gefahr laufe, dass der getroffen wird. Ihr seht schon, die sind alle markiert, A1, A2 und so weiter. So. Und die müssen unbedingt besiegt werden. Die Barrieren werden im Übrigen so abgespeichert. Das heißt, sind die einmal down, dann sind die down, sofern ihr gespeichert habt. Aber diese Bastards treten immer wieder auf, weil es halt ganz normale Gegner sind, ja? Die spawnen halt. So, und dann nochmal auf Bastards. Und nochmal. Oh oh. Scheiße. Okay, und schnell wieder nachladen. Kraft auch auf uns beide vielleicht. Dass der auch ein bisschen levelt. Ich muss sowieso jetzt die Gigakraft bald aussuchen oder auswählen von den Formeln, weil das bringt hier nichts mehr mit dem Kraftlauf herumzukaspern. Die Gegner sind viel zu stark. Und noch einmal. Mein Gott, der hat hier 3000 KP oder so. Und 1000 Kreditkarten, aber wenigstens dafür bekommen. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Ich drücke hier auf B, dann komme ich bei A2 rein und der Hund folgt mir automatisch. Das ist eigentlich so die sicherste Methode. Der Hund macht den Kram oben und du machst den Kram unten. Viel besser geht's eigentlich nicht. Dauert dann natürlich auch länger, aber ja, so geht's meiner Meinung nach am besten. Ich glaube, hier kannst du einkaufen. Ja, genau. Und wow, dreimal zum Einkaufen. Ja, dann schauen wir doch mal, was es hier zum Einkaufen gibt. Irgendeinen futuristischen Kram. Objekthandelsprogramm aktiviert. Wahltreffen. Kaufen. Nee, ehrlich gesagt nicht. Nochmal gucken, kann man hier vielleicht Währungstausch. Genau. Du kannst jede Währung wechseln und zwar in Kreditkarten. Ich möchte einmal die Krallen wechseln. Wow. Dann möchte ich noch einmal Juwelen wechseln, falls es die gibt, falls ich die noch habe. Juwelen. Wow, okay, und nochmal. Nochmal Währungstausch, ich habe ja noch Goldmünzen. 158.000 habe ich jetzt. Ja, Leute, super. Dann kann ich mich natürlich erstmal eindecken. Einmal mit Hundekuchen. Und Honig habe ich, Elfenstaub brauche ich nicht mehr, Elixier auch nicht mehr. Gut, ja. Nektar wird gar nicht mehr angeboten, weil er fast nicht mehr gebraucht wird. Zutatenhandelsprogramm aktiviert, Zutaten kaufen. Ja, hier kann ich natürlich auch alles Heftige kaufen, was notwendig ist. Auch für die Gigakraft gleich mega notwendig. Ja, hier gibt es einiges, was man kaufen kann. Ich kaufe das alles sofort weg. Wer weiß,
ob wir da noch die Möglichkeit zu haben. Später. Feder. Alles mal kaufen. Okay. Und die Wurzel. 98 Mal. So, und ich hoffe, jetzt bleibt noch irgendwas übrig. Munitions- und Rüstungsprogramm. Ja, ich möchte erstmal kaufen und kann da richtig kranken Scheiß betonen. Einmal den Cyberhandschuh, Blitzableiter und Stahlpanzer und das Juwelenhalsband. So, und dann habe ich jetzt erstmal richtig gute Rüstung, mit der ich hier halbwegs klarkomme. Ihr seht schon, von meinem Geld ist fast nichts geblieben. Ist aber auch kein Problem. Wir rüsten jetzt aus, Leute. Wo sind wir denn? Level. Genau. Nee, nicht Level. Kleid. Neonweste rüber zum Stahlpanzer 94. Ja, immerhin. Wir werden noch was Besseres finden. Ritterhelm zu Blitzableiter. Ist auch in Ordnung. Drachenklaue zu Cyberhandschuh. Ja. Und dann für den Hundi. Der bekommt anstatt das Silberhalsband das Juwelenhalsband. Ja, das ist natürlich deutlich besser. So, und dann werde ich aber nochmal gehen und Dinge verkaufen. Und zwar möchte ich verkaufen einmal den Ritterhelm, die Neonweste, das Silberhalsband und die Drachenklaue. Ja, so, und dann möchte ich gucken, Munition kann ich hierher kaufen. Ich kann 10 Donnergranaten kaufen, 10 Plasmaraketen oder 10 Cyberbomben. Dann nehme ich 10 Cyberbomben und zur Vollständigkeit halber nehme ich dann noch einmal 10 Plasmaraketen. Dann haben wir jetzt alle drei Munitionsgattungen für die Bazooka, Leute. Die Bazooka wird uns auch noch einiges erleichtern. Ihr seht, Donnergranaten, 200 Schaden, Plasmaraketen, 350 Schaden und Cyberbomben, 800 Schaden. Ja, so sieht's aus, Leute. Ja, dann haben wir jetzt erstmal alles. Ich würde sagen, hier beende ich den Part. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen für in diese letzte Welt, in der wir sind. Ihr merkt schon, hier ist alles auf Zack. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz heftig. Man muss extremst aufpassen, dass man nicht down geht. Ja, leider kann ich hier keine Formeln auswählen, sonst hätte ich sofort den Krafttauch rausgepackt und die Gigakraft rein. Weil alles andere bringt hier nichts mehr. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Wir gehen wieder hier raus. Denn ich glaube, mehr kann man hier nicht bekommen. Doch, ich kann tatsächlich hier rauskommen. Oder? Ja, Mann, das ist ja super. Ja, manche Räume sind auch miteinander verbunden. Hier habe ich zum Beispiel ein Hotel, wo ich speichern kann. Und mich heilen kann. Ja, komm, ich gehe da mal kurz rein. Medizinische Notaufnahme, Asitopia, Reaktivierungsprogramm. Ja komm, 100 Kreditkarten sind jetzt auch nichts. Und jetzt werde ich hier so geheilt. Vorgang abgeschossen. Tritt aus dem Strahl heraus. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja, gute Idee. Von Davids Höhle nach Asitopia. Ja, alles klar, Leute. Bis dahin.